Als Überraschung zum Nikolaus gab es echten Schnee im Eismeer bei Hagenbeck. Den hatte die nahegelegene Eissporthalle in Stellingen dem Tierpark freundlicherweise gespendet. Da staunte selbst Eisbär Blizzard nicht schlecht. Gemeinsam mit der Unterstützung der Tierpfleger und Gärtner hatte sich Ersatz-Nikolaus und Reviertierpfleger Dirk Stutzki etwas Besonderes für seine schwergewichtigen Schützlinge ausgedacht. Tigergarnelen, Schrimps und Scampi gab es als absolute Ausnahme und Leckerbissen zum Feiertag. Doch die 820 Kilo schwere Walrossdame Reissa verweigerte das köstliche Mahl und fraß nur Speisen, die ihr bereits bekannt waren. Als Dank für den Krabbencocktail auf Eis stimmte sie dann auch ein kleines Liedchen an. Allerdings war Dirk Stutzki der Einzige, der die schrägen Töne als Weihnachtslied identifizieren konnte. Auch Jungtier Thor hatte seinen Spaß mit Tierpflegerinnen und Schnee. Doch am besten kamen die mit Rote-Bete-Saft gefärbten Eisbomben in Stiefelform bei den Walrossen an. Also Nikolaus, in dem Sinne ist natürlich nur ein Gag. Es ist natürlich für die, die wissen nicht, dass der 6. Dezember ist. Die haben natürlich in dem Sinne heute was Schönes davon, dass sie den Schnee mal wieder haben. Den haben sie ja sehr, sehr selten, leider Gottes, in Hamburg mittlerweile. Und die haben die Garnelen gehabt, einfach mal was Besonderes. Selbst wenn sie die nicht mögen, ist schon diese neue Eindrücke sammeln, ist für ein Tier im Tierpark immer ganz, ganz wichtig. Deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn sie die jetzt mal nicht gleich fressen, sondern uns ist auch wichtig, dass sie neue Eindrücke sammeln, dass sie was zu tun haben, dass sie ihren Kopf anstrengen müssen. Ne? Irgendwann werden sie diese Dinger lieben. Also ich mochte die ja ganz früher ja auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, als Kind. Und mittlerweile könnte ich mich da reinlegen. Jungspund Thor schlürfte genüsslich die gesamte Plattform nach den letzten Leckerbissen ab. Überraschung gelungen, Festmahl fast geglückt und Treffer versenkt.